Geht gleich los, ne? Alles gemütlich hier. Mir ist bislang nur meine Moderatorin abhanden gekommen, deswegen dauert das noch einen Moment. Aber es guckt ja, soweit ich weiß, eh gerade keiner zu. Also. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Fünf Minuten noch. Aha. Währenddessen kann man sich hier mal umgucken. So. Ja, gut, da ist jetzt nicht so viel Schönes zu sehen. Profil ansehen könnte ich auch, aber ich kenne mein Profil. Was bietet denn das Menü? Ach, cool, hier kann man. Ja, das ist unser Warlock. In seinem blauen Schlafanzug. Mit der rot glänzenden Lackhose. Die sieht komisch aus. Sieht ganz komisch aus. Was ich mich jetzt frage, erhöht das Psi-Umra, weil es 32 Angriff hat, den Lichtlevel? Nee, tut's nicht. Habe ich mir gedacht, weil die Morsgannon 3 30 Angriff hat. Oh, ich habe einen Zuschauer. Jetzt habe ich einen Zuschauer, noch keine Moderatorin. Ich begrüße dich, Zuschauer. Ich muss kurz nachgucken, wer du bist. Hallo, Frostkuss. Na, alles gut bei dir? Dauert noch so knapp 5 Minuten, bis es hier richtig losgeht. Denn ohne Moderatorin mag ich nicht loslegen. Verstehst du bestimmt, ne? Währenddessen gucke ich mich hier einfach ein bisschen um. Muss mich halt auch immer wieder runter zum Laptop beugen, um zu sehen, was geschrieben wurde, beziehungsweise wer reingekommen ist. Es ist gerade noch kompliziert. Gerade ist es noch echt kompliziert. Siehst du das schon, der nächste Zuschauer? Und wieder beuge ich mich runter. Aber es ist ein Zuschauer ohne Anmeldung, ohne Namen. Ich begrüße dich, unbekannter Zuschauer. 5 Minuten noch, dann geht's los. Bis dahin gucken wir uns ein bisschen den Charakter an. Vielleicht sollte ich das. Was ich hier nämlich gucken möchte, ich habe mich jetzt ein bisschen schlauer gemacht, was Destiny angeht. Beziehungsweise habe auch einen zweiten Charakter erstellt, mit dem ich aber ganz brav war. Ich habe kein bisschen weiter gespielt als mit unserem Warlock, damit ich mich nicht in der Geschichte spoilere oder sowas, damit ich das alles mit euch erlebe, damit ihr schön über mich lachen könnt. Aber der Jäger, den ich mir gemacht habe, der ist schon auf Stufe 12 und hat ordentlich Glimmer gesammelt. Glimmer wird nämlich zwischen den Charakteren geteilt und ich habe gedacht, das ist gar nicht so verkehrt. So, und was ich rausgefunden habe, was ich gelesen habe, ist, wenn man diese Engramme entschlüsselt, sollte man immer darauf achten, einen möglichst hohen Lichtlevel zu haben, weil das entschlüsselte Engramm immer an den aktuellen Lichtlevel angepasst wird. Das heißt, man sollte auch nicht alle Engramme auf einmal entschlüsseln, sondern immer erst eins entschlüsseln, mal gucken, ob man das anlegen kann und dann das nächste entschlüsseln, um so immer stärkere Sachen zu bekommen. Ja. Und jetzt gucke ich halt, ob ich mein Lichtlevel künstlich in die Höhe treiben kann. Wir haben zwar gerade kein Engramm zum Entschlüsseln dabei, macht auch nichts. Aber was passiert zum Beispiel, wenn ich das hier anlege? Das hat 32 leeren Schaden. Das hat 30 leeren Schaden. Aber das andere ist halt grün, ne? Da, habt ihr es gesehen? 28. Ah, guck es. Es geht also einfach nur direkt über den Schaden. Das ist ja auch interessant zu wissen. Wir haben jetzt hier 32, ne? Ja. Ich lege trotzdem erstmal die grünen Sachen an, weil die grünen Sachen mit uns mitleveln sollen.
Man sieht da unten, ich hoffe, das könnt ihr auch sehen. Diese Waffe hat zusätzliche Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Das ist noch so ausgegraut, weil man erst jede Menge Erfahrung sammeln muss, bis die Waffe das kann. Die Waffe ist so, ja, ist so eine Art eigener Charakter. Mit eigenen Fähigkeiten. Das finde ich ganz interessant. So, jetzt sind aber so langsam 5 Minuten um. Ich hoffe, meine Moderatorin ist gleich da. Ich frage mal kurz nach. Bis dahin, was ich jetzt geplant habe, ist, zuerst fliegen wir nochmal zum Turm, weil es ein paar Sachen gibt, die ich machen möchte. Unter anderem zum Beispiel möchte ich mich einer Fraktion anschließen. Da suchen wir uns eine von den dreien aus. Denn das soll nützlich sein, habe ich jetzt gehört, gelesen. Und des Weiteren gucken wir mal, ob wir uns nicht ein anderes Schiff besorgen. Denn ich finde, das sieht einfach. Aber hübsch ist es nicht. So. Und vielleicht kriegen wir ja zu einem günstigen Preis ein neues Schiff. Vielleicht geht das auch nicht. Aber gucken können wir mal. Und dieses Banner hier oben, ich hätte ja gedacht, das sei festgelegt, aber das kann man auch wechseln. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen wollen. Ich fliege einfach schon mal mit uns zum Turm, ne? Ich glaube, da müssen wir auch mit Leuten reden. Da ist dieses lila Dreieck drüber. Und was bedeutet wohl das Grüne? Hallo Elia, schön, dass du auch da bist. Dann kannst du jetzt auch gleich richtig losgehen. Und du bist natürlich viel mehr als ein vollautomatischer Begrüßungsbot. Destiny? Ob man sich Destiny holen sollte oder nicht, musste ich selbst entscheiden. Sie haben jetzt gerade mit dem neuen Add-on viel dazugepackt, dass es ein bisschen mehr bietet. Was mich persönlich nervt, sind halt diese sehr langen Ladezeiten, aber ja gut. Es gehört wohl auch dazu. Es sieht fantastisch aus. Vom Gameplay her macht es eigentlich auch Spaß. Du musst nur damit zurechtkommen, dass du irgendwann viel grinden musst. Also immer wieder dasselbe machst, nur um neue Gegenstände herauszufriemeln. Und es wäre. Ich glaube, es macht auch viel mehr Spaß, wenn man eine feste Gruppe hat, mit der man das spielen kann. So zeitlich gesehen lohnt es sich auf jeden Fall noch. Also es ist nicht so, dass Destiny jetzt ein Jahr draußen ist und wir können damit rechnen, dass nächste Woche die Server abgeschaltet werden, sondern im Grunde nimmt das Spiel jetzt erst so richtig Fahrt auf. Es gibt viele Kritikpunkte an Destiny und man muss halt gucken, ob man das Geld dafür hat. Destiny ist nicht billig, aber kein PlayStation 4-Spiel ist billig. Oder ein anderes Konsolenspiel. Ich empfehle es aber mit der Einschränkung, dass man wirklich gucken muss, ob man daran Gefallen findet oder nicht. Denn ich kann auch viele Stimmen verstehen, die sagen, nee, Destiny gefällt mir nicht. So, jetzt setze ich mich nochmal richtig hin. Verzeihung. Na, das Mikrofon hängt ein bisschen tief unten. Das war nicht die Mikrofonschraube. Moment. Wird gleich. Ja. So. Könnt ihr mich gut hören? Andere Frage, könnt ihr das Spiel auch gut hören oder soll ich den Pegel vom Mikrofon noch ein bisschen runternehmen? Das müsst ihr mir jetzt nochmal sagen. Dear
So klingen die Schritte. So klingt eine automatische Bandansage. Und jetzt warte ich noch ganz kurz. Was sagt ihr? Alles okay oder Mikrofon ein bisschen leiser? Ton ist gut, sagt Elea. Das freut mich. Und ich beug mich nochmal ganz kurz runter. Einen Moment. Ja. Sind da Steine drin? Bücher. Bücher für die Titanen. Zu schwer. Name, Hüter? Das Spiel ein wenig leiser. Echt? Wie kann ich helfen? Ich würde sagen, das schauen wir jetzt erstmal noch. Erstmal laufen wir hier rum und wenn ihr so in einer Viertelstunde sagt, ja doch, das Spiel ist ein bisschen arg laut, dann stelle ich nochmal leiser. Okay, machen wir es so? Denn naturgemäß verändere ich auch noch ein bisschen meine Stimmlage, während ich spiele. Nicht, dass ich euch irgendwann die Ohren wegschreie. So, Beutezugaufseher. Ich glaube, Beutezüge sind sowas. Sind sowas wie optionale Quests. Deswegen. Bestätigung von Auftragsfortsetzung. Deswegen nehme ich jetzt einfach. Nehme ich jetzt einfach Beutezüge an. Ich meine, was kann schlimmstenfalls passieren? Wir lösen es nicht ein. Aber ich glaube, es sind nur optionale Aufgaben, die man während seiner normalen Quests erledigen kann. So, 30 präzise Kills. Präzise Kills bin ich Meister drin, also es sind Kopfschüsse. Träne werden aktualisiert. Das nehmen wir. Davon kann ich nicht mehr tragen. 20 Nahkampfkills ohne zu sterben, schaffen wir auch. Datensätze werden aktualisiert. Kills mit Solarwaffen. Wir haben keine Solarwaffe, ne? 10 gefallenen Majors oder Ultras. Dazu müssten wir wissen, auf welche Gegner wir gleich schießen werden, nicht wahr? Ja, also gucken wir mal. Vielleicht einfach mal mit ins Gepäck? Ich glaube, wir können alles annehmen. Besiege 50 Vex. Was sind Vex? Nehmen wir einfach mit. Auch das nehmen wir mit. Wir sind jetzt großzügig, sammle Ressourcenknoten, öffne Truhen, nehme ihre Feinde im Kosmodrom. Ins Kosmodrom wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe es gesagt, nehmen wir mit. Wird alles eingepackt. Akzeptiert. So. Danke dir, Hüter. Gern geschehen, Xander 9940. So, jetzt haben wir das erledigt.